Nach der Vorreinigung und nach der Wäsche kommt ja normalerweise der nächste Schritt, wenn man auf einem Glanzlack arbeitet. Das wäre das Kneten und das wäre das Polieren. Wir sind jetzt definitiv bei den abrasiven Methoden angelangt. Wenn wir uns an die zwei Grundregeln erinnern, keine Füller, keine abrasiven Stoffe, dann sind wir jetzt hier in einem Bereich, auf den ihr entweder vorsichtig sein müsst oder von dem ihr komplett die Finger lassen müsst. Wenn wir hier noch einmal meine sehr professionelle Mattlack-Simulation hernehmen, sobald ihr jetzt hier mit abrasiven Mitteln arbeitet, fangt ihr an, diese Berge hier oben in dem Sinn zu glätten. Und ich habe schon von Experimenten gehört, wo jemand gesagt hat, er hat Mattlack in dem Sinn poliert, hat dadurch in dem da einen Glanz erzeugt und hat nachher mit einem Zauberschwamm versucht, diese Fläche wieder zu mattieren oder wieder diesen typischen den Matteffekt hervorzuholen, was aber nicht ganz geklappt hat. Das ist relativ logisch, wenn man sich diesen Aufbau betrachtet, weil was ihr macht, wenn ihr diese Fläche poliert oder sonst abrasiv bearbeitet, ihr glättet die ja. Und was ihr jetzt wieder versuchen müsst, ist in dem Sinn, die Berge wiederherzustellen oder die Täler wiederherzustellen. Und egal mit welcher Methode ihr das macht, ihr werdet das nie wieder so gleichmäßig hinbekommen, wie der Mattlack vom Werk aus kam. Das heißt, der entscheidende Punkt ist nicht unbedingt eine matte Fläche hinzukriegen, sondern eine möglichst gleichmäßig uniforme matte Fläche hinzukriegen, damit dieses Licht, das sich so diffus bricht, auf der gesamten Fläche gleich diffus bricht. Deswegen bei abrasiven Stoffen immer vorsichtig sein. Man kann Mattlack grundsätzlich kneten, was man vor allem vor dem Auftrag von einer Keramikversiegelung wahrscheinlich tun sollte. Wenn ihr die Auswahl von verschiedenen Kneten habt oder euch eine bestellt, nehmt immer die sanfteste Knete. Überlegt euch auch, und das ist mein persönlicher Tipp, muss es wirklich geknetet werden. Schaut euch die Verunreinigungen auf eurem Lack an, sind noch Flugroststellen zum Beispiel da. Versucht es, wenn möglich, immer mit einer chemischen Reinigung, das heißt mit Flugrostentferner, mit Teerentferner, sofern der safe für Mattlack ist. Und wenn ihr dann zum Schluss kommt, ja, ihr müsst noch oder ihr wollt noch kneten, dann nehmt auf jeden Fall die sanfteste Knete. Bei den verschiedenen Herstellern haben die verschiedene Farben. Bei Valet Pro ist es zum Beispiel die blaue und da würde ich euch auch wirklich empfehlen, nehmt nicht die Medium oder die Heavy Knete dann. Bei den Chemical Guys ist sie blau, bei vielen anderen ist sie weiß, bei Petzolds zum Beispiel. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit der Dodo Juice Supernatural Knete gemacht. Und was auch ein Tipp war, den mir Dodo Juice Switzerland gegeben hat, war, dass man als Gleitmittel zum Beispiel den Supernatural Wheel Cleaner verwenden kann, weil man dadurch auch den Flugrost während des Knetens zu Leibe rückt, hat ein gutes Gleitmittel dabei, habe ich auch selbst schon ausprobiert, funktioniert sehr gut. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht unbedingt einen Flugrostentferner habt oder euch nicht traut, den auf eurem Mattlack zu verwenden, dann könnt ihr mit so einem sanften Felgenreiniger zum Beispiel als Gleitmittel während dem Kneten den Flugrost nochmal gut zu Leibe rücken. Polieren, wie gesagt, das ist jetzt definitiv eine abrasive Methode und da würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, lasst die Finger davon, wenn ihr einen Mattlack oder eine matte Folie habt. Sebastian wird euch nochmal Bilder einblenden von diesem Prozess, der da passiert, wenn man Mattlack oder matte Folie poliert. Er wird euch auch Bilder einblenden von meinen Experimenten auf der Folie unseres Firmenwagens, die ohnehin schon defekt war, wo ich das am Dach nochmal versucht habe, wo man auch schön sieht, dass egal, ob ihr jetzt eine Heavy Cut nehmt, ob ihr eine relativ feine Politur nehmt und selbst wenn ihr einen sehr, sehr, sehr milden Pre-Wax Cleaner zum Beispiel nehmt, der fast keine Polierkörper mehr drin hat, werdet ihr innerhalb von kürzester Zeit Glanz erzeugen. Sebastian und ich haben es ja im Poliervideo auf seiner matten Folie schon mal gezeigt, dass man da in kürzester Zeit Glanzflecken erzeugt. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Kratzer im Mattlack drin habt, wenn ihr Steinschläge habt, ihr könnt diese nicht schleifen, ihr könnt diese nicht polieren und ihr könnt diese nicht entfernen. Das ist vielleicht ein Aspekt, den sollte man sich überlegen, bevor man einen Mattlack anschafft, beziehungsweise der auch zeigt, gerade bei einem Mattlack lohnt sich wahrscheinlich, wenn man einen Neuwagen damit holt, eine relativ gute Versiegelung von Anfang an, vielleicht eine Keramikversiegelung, vielleicht sogar eine Steinschlagschutzfolie. Da gibt es mittlerweile auch schon matte Varianten, weil, ich wiederhole es nochmal, Grundregel 2, keine abrasiven Mittel und polieren ist definitiv abrasiv. Deswegen, und das war ja immer wieder eure Frage, gibt es etwas, das man auf Mattlack auf keinen Fall tun sollte und das ist ja definitiv Mattlack nicht polieren. Wir gehen jetzt über zur Versiegelung und schauen uns da die verschiedenen Produkte an. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Lasst einen Daumen da und bis gleich.